Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, Emerald Graves, die Smaragdgräber, glaube ich immer noch. Ich weiß es nicht, ich habe zwischendurch nicht nachgeschaut. Da geht's jetzt hin. Ich habe hier schon ein bisschen aufgedeckt, ich war schon mal aktiv. Bis ich dann irgendwo hier hinten so auf Riesen gestoßen bin, die Level 19 sind. Also da wird's dann schon wieder anspruchsvoll. Da habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du das auch mal zeigen, ja? Hier ist vorne war alles noch so Level 15, relativ langweilig. Darum habe ich das auch einfach so rausgeschnitten, beziehungsweise nie aufgenommen. Aber jetzt hier oben, jetzt möchte ich wieder ein bisschen was zeigen. Vor allem, es ist auch optisch sehr, sehr schön. Also, ich gehe hier ins Direstone Camp, weil hier gibt es noch etwas zu tun. Nämlich, Inquisition Agents have lured Carol, the Red Templar responsible for manipulating the Freemen of the Dales, to the Lion's Pavilion in the Emerald Graves. It's time to finish this. Ja, hier ging es ursprünglich um einen Menschen, der Fairbanks heißt, der bedroht wurde von eben diesen Freemen, die halt, keine Ahnung, einfach solche Gauner. Und er hat theoretisch Informationen für die Inquisition. Ich habe das gemacht. Ich habe hier hauptsächlich dieses Lager aufgeräumt und damit ist das jetzt gegessen. Aber ja, ich meine, was der mir jetzt bringt, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ein Agent. Habe ich so genau noch nicht nachgeschaut. Wie dem auch sei. Ich glaube, ich habe es im Western Approach schon mal angeschnitten. Ich finde nicht alle Gegenden, in denen wir reinreisen können, wirklich spannend für die Geschichte. Es ist eher so, ja, da gibt's einen, der könnte was wissen. Geh da einfach mal hin. Und dann musst du halt alles aufdecken. Drum habe ich das nicht nur wegen Level 15 und langweilig, sondern auch deswegen habe ich nicht unbedingt alles gezeigt. Aber gut, jetzt wollen wir mal hinreisen. Ich habe schon wieder 2 Minuten verquatscht, ohne dass irgendwas passiert, außer hier die Karte hin und her wackelt. Also wir sehen uns dann gleich in den Gräbern wieder. Jo, da sind wir hier in den wunderschönen Emerald Graves. Das ist einfach nur schön anzuschauen. Wird für unglaublich riesige Videos suchen. Ja, gute Frau, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ja, unglaublich riesige Videos werden dann hinten rauskommen, einfach weil so schöne viele Details da sind. Ja, das Gras, die Bäume. Es ist einfach schön grün. Ist angenehm fürs Auge übrigens. Grün finde ich eine sehr, sehr angenehme Farbe, wenn es natürlich nicht grell ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das auch wirklich so ist. Und besser für die Augen. So, jetzt checken wir doch schon mal hier unsere neuen Skills aus, oder? Bam! Und seht ihr, schon wieder unsichtbar. Ich kann mich gleich auf den nächsten stürzen. Auch wenn ich ihn nicht treffe. Nee, kontraproduktiv bisher. So, dann machen wir mal Flask of Fire. Tiger Uppercut. Tiger Uppercut. Seht ihr? Ich kann das Zeug sofort auslösen. Das ist so geil. Was ist das da oben eigentlich? Das ist ein geiler Laser. So, ich mach mich mal unsichtbar. Komm her, du Arsch. Und Tiger Uppercut. So, dann machen wir mal hier Zeitlupe, oder? Bam, bam. Während ich 2, 3, 4 Mal draufhau, komm ich halt höchstens einmal zu irgendwas. So, Black One. Sie mögen doch bitte mitspielen. Da kommt man hier, Level 19. Ich habe jetzt nicht geschaut, was dem seine Kumpels hier hatten, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass die auch so auf Level 19 waren. Die haben jetzt einfach mal auseinandergenommen. Ja, ich habe noch alle Tränke. Ah ja, das habe ich übrigens auch neu rein, so Healing Mist. Ich schmeiße das auf den Boden und auf einmal bin ich heile. Hier war ich schon mal, das System habe ich nicht kapiert. Möchte ich da jetzt auch gar nicht meine Zeit verschwenden. Hier habe ich jetzt noch was zum Aufheben. Da ist noch so ein Arsch. Den holen wir uns gleich. Aber erstmal muss ich looten. Okay, weil es nur einer ist. Ach ne, es sind 2, verdammt. Das wurscht. Mach ich trotzdem so. Tiger Uppercut. Das ist so geil. Ja, die anderen Fähigkeiten, wie 1000 Cuts oder so,
kann ich nicht ganz so oft einsetzen. Dafür muss ich halt meinen Fokus auffüllen. So, da haben wir auch noch was. Rotes Lyrium. Ja, das könnte ich mal zum Studieren abgeben. Okay, so, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Da unten ist ja eh schon alles abgesucht. Da war übrigens eine Aufgabe an der War Table. Find the Tomb. Genau, dann sollen wir uns mit den Elfen treffen. Das mache ich mal separat. Ich marschiere jetzt erstmal hier rüber. Was habe ich denn hier eigentlich? Noch ein paar Rifts? Boah, also typische Standard-Inquisitor-Aufgaben. Ja. Gracewine. So, das geht zum Glück immer schnell. Ach, da oben habe ich es ja gar nicht weit. Habe ich den etwa schon? Das ist doch schon so ein Zeichen. Naja, checken wir mal. Ich hüpfe da mal schnell hoch. Ja, den habe ich schon geclaimed. Das wäre schön, wenn mir das entsprechend angezeigt würde. Na gut, dann geht's hierhin weiter. A man has asked his lover to meet him in Gracewine, so they can run away together. Ja, das ist eine von diesen unglaublich spannenden Nebengeschichten. Aber wenn ich mich noch recht erinnere, müsste da jetzt eine Spinne kommen. Ist zwar auch schon eine Weile her, aber sind die vielleicht von der Spinne gefressen worden oder irgendwie so? Ja, da schau her, da ist er doch. Genau, mal schön von hinten oder von der Seite angreifen. Der orientiert sich immer nach vorne, das ist total dumm. Ja, die wollten gemeinsam wegrennen, wurden aber gesponnen. Die armen Leute. Oh, sehr schön, sowas kann ich brauchen. Ja, damit ist diese tolle Geschichte auch erledigt. Machen wir doch das nächste, nicht wahr? Rubbel? Ach nee, Laurel. Gut. Oh ja, das brauche ich zum... Oh, da ist ein Rift. Ja, perfekt. Bisschen Action. Ja, Prophet's Laurel brauche ich, um ein paar so Potions weiterzuentwickeln. So, was haben wir hier? Level 19. So, hier ist dieser Static Cage. Jeder, der da ist und geschlagen wird, kriegt halt mächtig eins auf die Fresse. Das ist so gut. So, die haben halt einfach mal nichts zu lachen. Das ist so geil. Falscher Knopf. Den wollte ich. So, auch dir würde es nicht anders ergehen. Ach, guck mal, wie schnell dieser Guard weg ist. Und falsch, das. Hey. Ja, ich habe so die Tastenkombination noch nicht ganz raus, dass das flüssig läuft. Dass ich meine Skills schön clever schnell hintereinander einsetzen kann. Guck, die zwei haben sich hier eingeigelt. Ach, das sind ja noch welche. Na, Moment. Ja, feiges Stück. So, du machst jetzt erstmal einen Moment lang nichts mehr. So, dann haben wir den letzten noch. Ja, solche Gegner sind natürlich immer noch ein Problem, wenn die ständig abkommen können. So. Jo, damit haben wir halt einfach mal so ein Level 19 Rift auseinandergenommen. Ohne große Mühe. Also das hat sich mega gelohnt hier mal. Die ganzen Dinger zurückzusetzen, die ganzen Skills und einen neuen Build aufzubauen. Das war unglaublich notwendig. Und auch, dass ich den Iron Bull ausgetauscht habe.
Ja, eigentlich habe ich ja schon einen, der richtig Schaden verteilt und das ist halt unser Held hier. Ja, da brauche ich eigentlich nicht noch einen dritten, der da rumkaspert. Und vor allem dann auch im Nahkampf, zum Beispiel bei einem Drachen, ja, automatisch auch mit Schläge ansteckt. Mit den zwei Fernkämpfern. Das ist eigentlich viel, viel cleverer. Rauf, 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 rauf. Ja, der hat mal gar nichts zu lachen hier. Jo. Ja, die Fernkämpfer, wenn die sich nicht mit nach vorne schleichen, um aus der Nähe mitzukämpfen, ja, dann kriegen die halt deutlich weniger Schaden ab. Das scheint jetzt auch zu funktionieren hier übrigens mit der Vivien. So, warte mal, ich muss jetzt da hoch. Wie komme ich jetzt wieder am besten da hoch? Nicht von dieser Seite. Okay. So, da hinten ist ein dickes Bärchen. Ich lasse den mal in Ruhe, wenn meine Leute mitspielen. Oh, ich bin jetzt echt den ganzen Weg hier außen rumgelaufen. Nur um da vorne wahrscheinlich irgendeine langweilige Notiz zu finden. Ah, hier, da haben wir es doch. The Great Mission. The Diary of Troilus Hertubise. Na, schöner Tag. Schönen Namen hast du. The Stormy Menace makes noise like a provoked cat at intervals of 1 hour 15 minutes. It is surrounded by 4 swirling wraith-like demons. I have named them Primus oder Primus, Secundus, Tertius and Dummy? The first 3 orbit the menace like patrolling guards. Dummy follows, but often pauses and heads in a different direction. Very occasionally, he twirls around. Like a lost man trying to find his bearings. Hat er einen Rift beobachtet, oder was? Schaut so aus. Ich werde mal... Ja, tatsächlich. Search for the second river camp. Gehe ich da jetzt erst hin, oder... Ach komm, verfolg mal. Tu mir das nachverfolgen. Auch wenn ich es nicht ganz vorlese. Ich spekuliere mal, da hat... Das geht so verflucht schnell. Das ist so ungewohnt. Aber wie gehe ich da? Ich muss jetzt rechts rum oder links rum. Na gut, gehe ich hier hoch. Ja, also ich mutmaße mal, da hat jemand einen Rift beobachtet oder mehrere. Und ist wahrscheinlich dann am Ende einfach draufgegangen, weil er zu nah dran war. Irgendwie so. Das werden wir dann schon gleich sehen. Hier war ich auch schon mal. Oh, hello. Allerdings scheinbar nicht gründlich. Weil, wenn ich mich recht entsinne, war hier in der Nähe oder da vorne wirklich ein Rift, wo jetzt dieses Auge da unten auf der Karte ist. Aber da habe ich schon aufgeräumt. Und da ist er tot. The Great Mission Final Test. Learned so much since that first day on that ridge, though I knew enough, thought I knew enough to try to interact with the menace, to touch it. This didn't go well. Instruments did nothing, didn't affect menace at all. We are all doomed. Just going to lie here for a while. Achso, der hat sich einfach... Genau, der hat sich dann einfach zum Sterben hingelegt, so wie es ausschaut. Super. Super. Okay, so. Ja, ist eigentlich egal, wo ich hinlaufe. Ob ich jetzt erst das mache. Oder das. Riddler in dem. Ja, prinzipiell ist es egal. Ich orientiere mich jetzt dahin. Der Weg ist ungefähr der gleiche. Vielleicht. Geht weg! Ich laufe da jetzt hin. Vielleicht treffen wir noch einen Riesen unterwegs. Macht das Sinn, hier abzukürzen? Nee, macht's nicht. Immer dem Wasser nach. Also so ein bisschen erinnert das hier wie, nicht wie, an die Hinterlands, nur dass eben hier deutlich mehr Wald ist, viel größere Bäume
Aber auch sonst so ein bisschen Wasser, Flüsse mittendrin im Weg, sehr viel Vegetation. Es ist halt nur ein bisschen grüner, noch grüner. Aber ich finde das schön, das ist echt wunderhübsch anzuschauen. Da zeigt das Spiel einfach mal wieder, was in ihm steckt, optisch. Ja, ich denke, ich werde jetzt hier noch ein bisschen... Oh, du bist aber dick. An dem, komm an dem vorbei. Ach komm, den nochmal zusammen. Oh, gleich stecken geblieben. Tiger Uppercut. Ah, das kriegen wir auch so. Den Kopf. Der ging daneben. Nochmal versuchen. Der wird auch nicht richtig eingefroren hier. Level 15. Guck mal, was der einsteckt. So, das. Why do you care so little for those in need? You presume to know my feelings? It's obvious. I merely believe the world's problems are more complex than you imagine. I could travel the whole world righting wrongs as you do and still accomplish nothing in the end. Changing lives is hardly nothing. You are naive and arrogant if you think passing through a life has power to change it. Okay, ich weiß gerade nicht, warum die sich schon wieder angiften. Aber naja, müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Oh, er hat gesessen. So, ich bin da wieder bei dir. Du entkommst mir nicht. Ja, jetzt kann er hoffentlich mal nicht wegspringen. Schon ist er weg. Ich wollte gerade sagen, bei denen lohnt es sich nicht so wirklich, solche Zauber zu machen, weil die einfach zu weit auseinander sind, aber... Hat's ja dann doch noch gebracht. Jetzt nehmen wir mal die zweite Welle hier in Empfang. Oh ja, hier, Blitz, 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 komm, haut auf. Die lachen so geil, die Großen. So, warte mal. Ein Rift für ein Rift, hätte ich gesagt, oder? So, jetzt ist natürlich der Fall, dass die zwei hier ziemlich nahe stehen. Ich meine, ist mittlerweile egal. Solas? Achso, weil der gerade was macht, ha? Huh? Oh, da ist auch noch was. Da ist noch der letzte. So. Ach. Einmal ein Street Fighter-Move, der sitzt. Ich hau irgendwie ziemlich oft daneben. Das macht manchmal solche Kombos ein bisschen kaputt. Ein bisschen doof, aber ich weiß nicht, wie ich das besser steuern soll. Außer ich visiere die vielleicht komplett an, die Gegner. Also auch so richtig einen Fokus drauf setzen. Irgendwie bin ich total verwirrt. Ich verplapper mich auch die ganze Zeit schon. Das Vorlesen hat überhaupt nicht geklappt. Okay. Scrap of paper. There once was a sister from Sud begging alms as a chantry girl should... Na, merk das, ich kann nicht lesen. Though she would take gold or clothes for the cold, she looked first for offers of the... Ach, das sollte ein Gedicht sein. Naja, okay. Ja, dann war es ein sehr schlechtes Gedicht. Was haben wir denn noch? Ich würde mal sagen, wir marschieren jetzt hier einfach mal quer rüber, decken so und das ein bisschen auf und stoßen dann zu den Ruinen und hier hinten müsste auch irgendwo ein Drache sein. Ich glaube, das ist der letzte, der unterhalb Level 20 ist, also nennenswert unterhalb Level 20. Oh ja, da, guckt mal, Riesen. Komm, den schnappen wir uns noch. Oh, zwei Riesen. Traue ich mich das noch? Doch, das traue ich mich in dem Video. Komm. Hey, big guy. Sup? Ah. Falsch eröffnet. Und jetzt draufhauen, draufhauen.
Okay. Winter's Grasp. Das ist schon mal eine schöne Idee. Gehst aber auch gerne mal einfach nur ein bisschen weg. Ihr seid mir nämlich immer viel zu nahe dran. So, ich hau dir einfach nochmal auf den Haxen. Mach mal einen Achillessehnenriss. Mach mal nicht. Mach ich es halt mal kurz ein bisschen langsamer. Nicht wegspringen! Und auch nicht auf mich springen. Oh shit. Der wollte schon den Stein schmeißen. Das war echt ein wichtiger Moment, dass er zusammengebrochen ist. Da haben wir mal einen Riesen mit Level 19 zerlegt. Der rutscht so. Das schaut so witzig aus. Wie der da noch runterrutscht. Und schwupp, ist er weg. Na gut, da war noch ein zweiter, aber den holen wir uns dann beim nächsten Mal zusammen. Das wundert mich auch hier, dass da nicht zufällig irgendwie so ein Blitzschaden dieses Tier getroffen hat und das sich gleich mit einmischt. Oh, da hinten ist er. Ja, den holen wir uns beim nächsten Mal. Erst einmal Dankeschön fürs Zugucken und ciao.